Wo geht's denn hier halt überhaupt? Nein, das ist nicht weiß. Genau. Das ist das Beste, nicht wissen. Und immer nachfahren. Ich weiß, dass wir in Dachsenbach sind. Wir fahren auch vorne. Genau, wir fahren nach Rauries. Weil das Auto ist ja recht teuer gewesen. Jetzt gehen wir Gold schaffen. Vielleicht sind wir da ein paar Gold-Dukaten. Und dann schauen wir, was wir jetzt da. Ah, Dukaten Nuggets. Und dann schauen wir, was wir jetzt da so erobern da mit dem Geld. Also, aber jetzt gibt es dann die Gold Edition von früher Ding. Und nein, Gruber Eck heißt unser Ziel. Wasserdichten Socken sind mit, weil es über 2000 Meter rauf geht. Und jetzt fahren wir noch diese Hauptstraßstreiche, wo wir dieser Rauriser Radweg geht. Soll das funktionieren und dann lassen wir es machen. Ja. Grimassen geschossen. Ja. Verzeih. Schwer ist es halt. Heute ist es schwer. Ja. Mir nicht, bei mir geht es ganz gut. Super, bei mir ist es vor zwei Tagen früher gegangen. Ja, es ist im Unterschied. Dritten Tag feiern wir die Auferstehung. Wir sind jetzt in Rauris, schon durchgeradelt. Habt ihr schon ein bisschen eingeschaltet in die Kamera. Da geht es jetzt bei uns Richtung Karaalm. Karaalm, genau. Und den Gruber Eck dann weiter. Bis jetzt schaut das ganz cool aus, das Rauris. Leider ein bisschen grau in grauen Wolken verhangen. Ist so. Aber für unseren Auftakt, den wollen wir das Rauris ein bisschen mehr machen. Und da mit den Glocken ein bisschen was zusammenhängen. Einmal gut zum Exploren, ein bisschen zum Umschauen, wie es ist. Zeit haben wir jetzt. Und ja, nutzen wir es einfach ein bisschen. Da fahren wir ziemlich am Anfang am Berg, dann mit dem Blick über das Tal. Das können wir jetzt also ein bisschen umschauen, wie das so ausschaut. Das Ganze, wie das alles so liegt. Und können wir uns ein bisschen besser ein Bild machen. Ja. Warte. Da unten sind Enten. Ah, da unten sind die Anten, ja. Ich weiß nicht, ob man die sieht. Da unten sind Haufen Anten. Sind da. Warte, geht's voll zu. Da unten schwimmen Millionen an Anten gefühlt. Warte, geht's echt voll zu. Ja, das gehört schon. Das ist nicht euer Wurst. Ja. Süß. Genau. Bist du bereit, oder? Ja. Ja. Es war steil genug, oder? Ja. Kurz für der Karalm. Es ist steil, es ist staubtrocken und es ist aber nichts los. Ein Traktor ist jetzt auf und euch gefahren, das war bis jetzt der einzige Kontakt, was wir gehabt haben. Und einfach die Zeit jetzt. Man sieht sie am Arschen, also wirklich komplett trocken. Und von dem her, ja, ist es halt einmal so. Das gibt schlimmer als staubtrocken, ja. Oder? Es kämpft mit der Steilheit, meine ich. Also Steilheit, ja. Jetzt kämpfen wir uns auf zu allem und dann sind wir so lang, ja. Lang irgendwo so im seinen Kopf und ob da wer zum Tragen und Schirm. Lang Gang Alm. Höchste, geht ja. Passt. Also, dann sehen wir uns bei der Alm wieder. Erzähl was. Ja, erzähl du einmal. Soll ich einmal was sagen? Ja. Stricke ich selber noch, aber jetzt wärst du ein bisschen gräber. Weil jetzt kommen wir da so einen Kornweg auf. Aber ja, ganz cool. Teil ist echt. Ja, aber echt cool. Ja. Und man hätte auch ziemlich ein gutes Bahn, oder? Dann vom Sonnenblick zurück sogar. War da hinten. Aber ein bisschen die Wolken hängen noch drinnen. War dann auch der Großglockner, oder? Genau, hinten war der. Also da hinten außen war der Großglockner mit der Hochalpenstraße. Da werden wir auch lässiges Wege einfahren, haben wir in Planung. Waldwege, ja, mit Stauden und Dachsen, Oberberg, alles Stauden, aber die Grauheit und alles. Ja, und bei uns geht es den Weg rauf. Ich glaube, der hat 100%. Und dann sollte das der Gipfel sein. Ich sehe da aber relativ große Schneewächte. Oben jetzt auf dem Gipfel raufgekommen, weiß ich gar nicht. Mika hat es gerade auch gesehen. Ja, das hat ausgeguckt in den Nebel. Ja, danke schön dafür. Leicht zu begeistern. Ui, Socker. Ja, wir konnten ja. Aber im Pool auch schon. Ja. Genau. Schauen wir uns das Ganze an, wie weit das geht. Und das klang jetzt einmal. Ja. Oh, der überholt mich auch nicht. Die Gangwahl ist zwar eindeutig, gell?
So, Drehen ist vorbei. Drang von Gu. Bis wie weit sind wir gekommen ungefähr? 1700 meine ich so, ha? Ja. Und ja. Schaut gar nicht so schlecht aus da rum. Typisch für die Region auch. Ich muss sagen, ich war da aber nie mit dem Vorarl. Aber nur zu Fuß. Ein paar Geschichten gegangen. Und da haben wir jetzt mal gedacht, jetzt sind ja, gehen wir es einmal mit dem Bike hoch. Wasser ist auch genug da. Also da brauchst du echt nicht so viel mitnehmen. Und Wegsachen ist teilweise nicht ohne, weil da vorne ist so einer, der ist wieder eingeschnitten und so. Ja, ein Kegel, Linien, also halt. Ja, Kegel sind ein paar da. Ja. Und dann schauen wir mal auf die Scharten und wie es weitergeht. Das geht da ganz geschmeidig auf. Und der Laufreißen fängst du da an. Mein Rahmen ist eigentlich über eine Wucht, wenn es da richtig schön Wetter ist. Ist das noch mehr wie jetzt, aber auch die Stimmung hat etwas. Genau. Und da oben war eigentlich das Ziel. Der Kollege vis-à-vis war auch vorbei. Jetzt müssen wir nur schauen, wie wir dann da jetzt. Gehen wir mal fischen und schauen uns die Wege, ob das Sinn macht, wie es ausschaut. Und vom Schnee her den ganzen, was da eingebaut hat. Und in einer halben Stunde wissen wir schon wesentlich mehr, gell? So, wir haben jetzt eine kurze Jausenpause eigentlich geschaut und dann kommt das Video. Krass auf einmal. Ja. Was gibt's denn gut? Wie heißt das? Mit vollem Mund spricht man nicht. Okay, erkläre ich eigentlich Panini. Habe ich uns heute geholt. Schmeckt natürlich voll italienisch mit Rucola. Weil die Panini sind gut, ja. Ja, voll italienischen Flair. Ich wüsste aber. Ja, na gut, schauen wir, wie es dann für uns weitergeht, aber da machen wir jetzt eine kurze Pause, weil wir dann auch nicht wissen, wie es auf dem Gipfel oben oder überhaupt von der Kälte und so. Weil wenn es zu windig ist, ist es dann echt nicht feiner zu uns. Aber ja, voll. Ja. Aber die Stimmung macht es irgendwie, ja, krass. So geht's, da jetzt auf. Wieso, was ist passiert? Oh, ja, weil du musst gerade dazu sagen, wir haben gerade auch. Was war das? Ich weiß nicht, Kreuzotter gehabt. Ja, Fieber, oder? Kreuzotter, ja. Kreuzotter, ja. Ich hab's gesagt. Ja, okay. Also, und ich hab mich so geschreckt, weil ich bin aufgegangen, ich bin von einem Ausloch rausgeschossen und in einem anderen Ausloch euch. Das ist echt. Ja, da. Kreuzotter ist normal nicht angriffslustig, aber wenn es dich zwickt, das gefährst du schon ein bisschen, gell? Eben. Ja, auf alle Fälle wurde es jetzt kurz Schock. Ja. Ah. Ja, so kleine Viecher, gell, können schon kurz in Schockstarre versetzen. Ja, jetzt schauen wir mal, wie es da geht. Also es hat da echt noch krass viel Schnee. Also echt heftig. Ja, dann geht der Weg auf. Jetzt kann ich sehen. Ja, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Da, das ist ein Schneekasten, dann führt das ein Biber. Ja, was geht, wie ja. Bei mir hat das jetzt sein müssen. Mhm. Ja, Lage. Schauen wir aus. Ist echt schauen wir aus. Grube weg. Ja. Mit dem Bergkugel. Naja, man sieht es so. Schnee schreckt uns eigentlich nicht immer ab. Nur der Schnee macht überhaupt keinen Sinn. Weil man bricht einfach komplett ein. Und dann, wenn ich jetzt das Rall jetzt auftrage, und trage jetzt wieder nachher. Vor allem wieder vorne das Problem, dass der Schnee so nass ist und ich ja gar nicht weiß, wenn es da wärmer wird. Hochreißen mag ich jetzt da nicht reingehen. Die ganze, ich habe das gar nicht gesehen, es war ja gar nicht weitergegangen. Die ganzen Nassschneegeschichten da oben, wie es drin hängen. Wir müssen da unten rausqueren, deswegen taugt das gar nicht. Da rauf macht auch keinen Sinn, weil es total eingewartet ist. Wir sind bis über 2000 Meter gekommen, haben einen echt einen coolen Ausblick aufs ganze Tal raus und darf da echt nicht jammern, glaube ich. Mm-mm. Und bis jetzt hat das Wetter auch noch super. Wetter hat relativ gut gehabt, ist natürlich jetzt kein Kuschelwetter, dass ich sage, da rumschlage ich Wurzeln, aber es passt, genau. Ja. Hm. Dann geht's nach unten. Ja. Nach dem. Nach dem. I see everything around you changing.
Entfernung ist nicht zulässig.